Nachdem wir jetzt mit Ihnen in Österreich-Winkel unterwegs waren und Ihnen gezeigt haben, was Verwaltung auch sein kann, sind wir jetzt wieder im Bürgerzentrum. Hier in unserem Bürgerbüro. Die Damen sind die erste Anlaufstelle in vielerlei Hinsicht. Und ich freue mich ganz besonders, dass Frau Walter, Frau Keimer und Frau Sterzel heute uns Rede und Antwort stehen. Bitte schön. Hallo. Hallo, ich bin die Melissa Sterzel. Ich arbeite hier im Bürgerbüro mit meinen Kollegen Frau Keimer, Frau Engelmann, Frau Perschke und Frau Walter zusammen. Wir sind hier die erste Anlaufstelle für alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Österreich-Winkel, telefonisch sowie auch persönlich. Wir betreuen bei uns ja auch das Fundbüro, sprich, wenn Sie was hier in Österreich-Winkel verlieren, könnte es sein mit Glück, dass Sie es hier wieder auffinden. Rufen Sie uns deshalb gerne an. So, dann schauen wir uns doch hier mal im Büro um. Derzeit haben wir wegen Corona einmal Plexiglasscheiben an jedem Arbeitsplatz angebracht, damit die Bürger als auch wir geschützt sind und trotzdem für Sie erreichbar sind. So, hier ist meine Kollegin Frau Walter gerade am Personalausweise bestellen. Ja, das war ein kleiner Einblick hier bei uns und wir freuen uns auf Sie. Tschüss. Tschüss. Ja, herzlichen Dank zunächst mal den Damen in unserem Bürgerbüro. Eine ganz wichtige Stelle und die erste Anlaufstelle in unserer städtischen Verwaltung für ganz viele Belange, die Sie als Bürgerinnen und Bürgern tangieren. Nächsten Sonntag sind Kommunalwahlen. Gehen Sie wählen. Machen Sie von Ihrem aktiven Wahlrecht Gebrauch. Demokratie lebt vom Wählen und von der Ausübung dieses Rechts. Und sollten Sie es nicht schaffen, selber ins Wahllokal zu gehen oder Angst haben, wegen der Pandemie wählen zu gehen, dann nehmen Sie bitte von dem Angebot Gebrauch und machen Sie Briefwahl. Die Unterlagen können Sie auch hier bei uns im Bürgerbüro oder telefonisch anfordern, abholen. Aber gehen Sie wählen. Tun Sie etwas für unsere Demokratie. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Musik